Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns immer über Resonanzen und eine Frau schreibt uns Folgendes. Liebe Isolde, lieber Daniel, heute möchte ich mich für Ihre wunderbare Sendung Hoffnung um 12 bedanken. Jeden Abend vor dem Schlafengehen rufe ich Ihre 12 Uhr Ermutigung auf und bin immer getröstet, ermutigt und wunderbar berührt und schlafe anschließend selig und glücklich ein. Vielen, vielen Dank für euren wundervollen Liebesdienst. Grüße nach Karlsruhe. Und es ist doch wunderbar, wenn man gut schlafen kann. Ja, Hoffnung um 12, auch wenn es vielleicht nachts um 12 ist, aber wir wollen dich ermutigen. Heute das Thema, die Wahrheit ist ein Fels und nicht ein Fluss. Lass uns deine Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Die Wahrheit ist ein Fels und nicht ein Fluss. Was meine ich damit? Ja, in dieser Welt gibt es wenig Fels, wo man Halt hat, aber viel Sand. Und es ist viel da, aber kommt ein Wind oder tritt jemand drauf, hat es eine ganz andere Formation. Es verändert sich. Und so wird mit der Wahrheit umgegangen heutzutage. Und Jesus ist eigentlich der Fels. Nicht eigentlich, er ist der Fels. Und wir sollen als lebendige Steine darauf bauen. Und das gibt zusammen, alle zusammen, ein richtiges Haus. Und das ist eine Schutzhütte, wo wir wieder andere, die Schutz brauchen, aufnehmen dürfen. Und wir sind gegründet in Jesus. Und das ist was Wunderbares. Und dass wir nicht eine fließende Wahrheit haben, die Wahrheit, die immer irgendwo passt. Und wir wissen das, das ist heute sehr populär, dass man die Wahrheit dem anpasst, was die Leute eigentlich hören wollen oder was man selber gerne als Wahrheit sehen würde. Nein, das ist nicht die Wahrheit, sondern der Fels ist die Wahrheit und der bleibt immer gleich. Danke, Herr, dass du der Fels bist, auf dem wir bauen dürfen, auf dem wir als deine lebendige Steine drauf bauen dürfen und wirklich einen Halt haben. Auf der Wahrheit dürfen wir bauen und Herr, ich danke dir, dass wir damit für andere zum Segen sind. Amen. Amen. Auch heute wollen wir für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und jemand schreibt uns für eine Frau. Diese Frau hatte einen Herzstillstand vor etwa 14 Tagen und ist seither im Koma. Laut den Ärzten hirntot. Sie wird wegen Bluten an der Lunge und am Kopf noch operiert. Sie war schwanger. Das Kind konnte gestern genommen werden. Der Kleinen geht es gut. Danke, Jesus. Jetzt möchten wir noch bei der Mutter ein Wunder sehen. Danke, Jesus, dass du alles vollbracht hast. Und danke für eure Gebete. Und Jesus, wir danken dir, dass du diese schlimme Situation auch kennst, wo ein Neugeborenes seine Mutter braucht. Und wir danken dir, dass du eingreifst in diese Situation und dass du diese Frau berührst und dass sie wieder vollkommen hergestellt wird, dass sie wieder zu Kräften kommt und dass alles wieder funktioniert, dass sie aus dem Koma herauskommt. Danke, Jesus, du bist ein Gott der Wunder und wir glauben daran. Und ich danke dir, dass diese Frau wirklich berührt wird von deiner Heilungskraft und dass sie dem Kleinen, der Kleinen eine wunderbare Mutter sein kann. Danke, Jesus. Amen. Ein weiteres Gebetsanliegen auf WhatsApp. Hallo, liebes Gebetsteam, ich bitte um Gebet für mein Implantat, was sich gelockert hatte und ich jetzt 2 Wochen warten soll, dass es sich wieder beruhigt und festigt. Habe deshalb schon seit Wochen Schmerzen. Bin sehr dankbar für Gebet. Und Jesus, du kennst und weißt auch um diese Person, wo dieses Implantat nicht richtig an der richtigen Stelle ist, beziehungsweise nicht richtig sitzt. Und ich danke dir, Jesus, dass du da eingreifst, dass dieses Implantat wieder fest wird und dass diese Schmerzen verschwinden. Wir widerstehen jedem Schmerz auch im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass du diese Person berührst und dass das ein Ende hat und dass, wie gesagt, dieses Implantat fest sitzt. Danke, Jesus. Du kannst es tun und wir vertrauen dir. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich.
Die Infos sind eingeblendet und wir beten auch für all die Anliegen, die wir hier nicht vorlesen können. Und auf Facebook schreibt uns eine Frau: Ich bitte um Gebet für meine Sehschwäche. Ich habe Makuladegeneration. Ich danke dem Herrn Jesus Christus, dass er eingreift. Und noch ein Gebetsanliegen wegen Makuladegeneration. Hoffnung um 12. Gerne möchte ich mal eure Gebetsunterstützung beanspruchen. Seit circa 3 Jahren leide ich an Makuladegeneration, verbunden mit Schwindel. Medikamente gibt es leider keine, aber ich vertraue unserem Herrn Jesus. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Ja, Herr, danke, Herr. Danke, Herr. Nicht wir können helfen, sondern du hilfst. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir da ein Stopp sagen dürfen, dieser Makuladegeneration, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der nicht nur den Stopp bewirkt, sondern, Herr, auch wieder die Wiederherstellung. Ich danke dir dafür, Herr, für ein Schöpfungswunder, Herr. Danke, Herr, dass wir Normalität in diese Augen hineinrufen dürfen. Totale, normale Sehkraft und Wiederherstellung, Herr, das, was zerstört ist. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der da heilt. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein weiteres Gebetsanliegen auf WhatsApp. Liebes Missionswerk, ich habe Magenprobleme durch Stress und Druck an meinem Arbeitsplatz und damit verbundene Zukunftsängste. Danke für eure Gebete. Oh, ich glaube, das haben viele. Und gerade in diesen Tagen, wo man nicht weiß, wo was wie geht und wie lange man noch einen Arbeitsplatz hat oder man hat gar keinen mehr. Und ich glaube, da haben viele Magenprobleme und Schmerzen, die eigentlich aus solchen Situationen hervorgerufen wurden, nicht aus Krankheit. Herr, ich danke dir dafür, dass wir für all diese Menschen bitten dürfen, Herr, dass deine Ruhe sie zulassen, dass sie in diese Person hineinkommen. Ich danke dir dafür, danke Herr, dass deine Ruhe so hineinkommt und ein Frieden ausgeht, Herr. Ich danke dir, Herr, dass auch all diese Schmerzen dann verschwinden und all diese Krämpfe verschwinden. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir in dir Perspektive haben, auch wenn wir noch nichts Physikalisches sehen. Danke, Herr, aber auch, dass du Lösungen schenkst. Herr, Lösungen, Herr, dass der Schmerz in Freude verwandelt wird, weil Unmögliches möglich wurde. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen. Und so war es auch bei einem jungen Mann. Vor einer Woche haben wir hier für ihn gebetet. Er hatte einen unbefristeten Arbeitsplatz in Aussicht und hatte dann einen Unfall mit Knochenbruch und er hatte Angst, dass aus dem Vertrag nichts wird. Und am Samstag bekam er seinen Vertrag zugeschickt. Ist das nicht wunderbar, wie schnell doch Gott auch eingreift? Und eine Frau schreibt uns Folgendes: Gott hat an Karfreitag mein linkes Auge geheilt. Mir fiel es erst einen Tag später auf. Ich hatte zur Gebetsnacht um Heilung für die Haut gebeten. Die Haut wurde nicht geheilt, aber das Auge hat Gott geheilt, ohne dass darum gebetet wurde. Ist das nicht großartig? Auch hatte ich übernatürlichen Frieden, als mein Mann 3,5 Wochen im Krankenhaus war. Ja, manchmal macht es Gott anders, als wir denken oder erbeten. Und noch eine Gebetserhörung. Meine Ehe war fast zerbrochen. Geldsorgen, Wohnungssuche. Ich habe euch um Gebetsunterstützung gebeten. Es ist ein großes Wunder geschehen. Wir haben eine größere Wohnung gefunden, die bezahlbar ist und eine Summe bekommen, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich habe alles Gott zu verdanken und euch, die ihr für uns gebetet habt. Wie schön. Ja, ist das nicht wunderbar? Mich begeistert das, dass wir beten und so manches wir gleich wieder als Lösung euch weitersagen können. Und drum nennt uns wirklich, lasst uns wirklich wissen, was ihr erlebt mit Gott, weil wir können damit wieder andere ermutigen und damit auch bezeugen, dass Gott Gebet erhört. Lasst es uns wissen über diese eingeblendete WhatsApp-Nummer. Heute der Tipp des Tages. Ja, in welchem Bereich
deines Lebens ist die Wahrheit fließend. Wo du sagst, ja, also ich passe die Wahrheit der Gegebenheit an. Aber eine Wahrheit ist ein Fels, eine Wahrheit steht fest und wird nicht heute ja, morgen nein sein oder anders sein. Und wie auch in der Bibel steht, dass sich Gott nie verändert, so wird sich auch die Wahrheit nie verändern, wenn wir es auch manchmal gerne hätten. Ist in einem Bereich deine Wahrheit fließend? Passt du dich der Situation an? Dann arbeite daran, bete mit Gott das durch, dass du sagst, ich bleibe bei der Wahrheit, auch wenn sie dieses Mal unbequem ist. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Wenn du uns noch nicht auf YouTube abonniert hast, dann mach es jetzt. Es ist nämlich der Vorteil, dass du immer informiert bist, wenn was Neues kommt. Und das ist eine wunderbare Sache, dass wir über YouTube zu dir reden können. Für heute verabschieden wir uns und wünschen dir Gottes Segen und einen gesegneten Tag. Alles Gute dir. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.